Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich habe mich jetzt mal im Vergleich zur letzten Folge mal ein bisschen umgezogen, weil es verdammt warm wurde und meine Wäsche halt fertig wurde aus der Waschmaschine. Deswegen habe ich jetzt was Frisches angezogen hier. So und. Ah, jetzt. Was? Dass wir da gegen Harpyien antreten. So, okay, aber jetzt noch einmal da hoch. Okay, Harpyien gibt es hier auch. Gut zu wissen. Und die Person steht jetzt erstmal über frische Wäsche am Reden. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Ja. Mach's gut. So, den Steinkolben nehmen wir auch noch mit. So, dann fehlt uns jetzt noch hier. Da oben bei den Snappern, da müssen wir jetzt noch mal hin. So, ach, hier sind die auch wieder neu. Die kann ich aber nicht einsammeln. Warum? Okay, dann kann ich die halt nicht einsammeln. Dann auch zur Snapper-Ruhe. Jetzt eigentlich nur noch die Frage, wird das von den Wassermagiern und dem neuen Lager der Plan auch funktionieren oder beziehungsweise auch nicht funktionieren? Oder wird das ja, ich habe die Frage ein bisschen falsch gestellt. Also wird das denn jetzt von denen funktionieren oder wird das genauso ein Reinfall sein wie beim Sumpflager? Vor allem, wir haben ja jetzt festgestellt, welche Theorie ich ja auch schon gehabt hatte, dass der Schläfer schon eigentlich doch der Böse ist. Also kein guter Figur.
finde es jetzt auch interessant, dass sich der Sumpflager jetzt gegen den Schläfer entscheidet. Dann müssten wir eigentlich mal mit den ganzen Bals, die in den anderen Lagern sind, mal quatschen. Wie die jetzt dazu stehen, ob die davon auch erfahren haben. Das würde mich schon interessieren, weil die waren ja jetzt erstmal noch im Namen des Schläfers unterwegs. Und ob die jetzt immer noch auf Korkaloms Seite sind, also zu ihm rüberwechseln, oder bleiben die quasi auf Iberions Seite und von Kor Anga die Seite. Und wechseln halt dann quasi gegen den Schläfer. Das würde mich jetzt interessieren. So. Können wir hier wahrscheinlich einfach mit lassen Slipper. Ich hatte noch richtig Schiss vor den Dingern. Ich frage mich jetzt auch mittlerweile, gegen wen ich jetzt alles eigentlich hier antreten könnte und gewinnen. Okay, wenn die Leute zu viel sein werden, also wenn es zu viele Leute auf einmal sind, wird es dann schwierig. Ah, hier ist das Gore. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Ja, was führt dich denn hierher? Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche, einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wir könnten unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit, ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Ja, okay. Den einen Zauber, der da unten war, haben wir ja schon. Der uns eine Fleischmasse. Was ist denn das eigentlich für ein Ring? Ring der Lebenskraft. Den kann ich jetzt nicht anziehen. Zweimal Ring der Lebenskraft und Mordraks Ring. Vielleicht brauchen wir jetzt nicht. Können wir den später verkaufen. Dann haben wir halt ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Gesundheit jetzt. So, 184 von 264. Guck mal, besser. Hier haben wir ja auch die Snapper-Runden erledigt. Ein bisschen lustig, dass ich hier schon eigentlich alles vorgegriffen habe. Ohne zu wissen, was wir hier machen müssen. So. Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Ja, hier haben wir ja schon gelootet, ne? So. Gut, dann gehen wir zurück. Ich hoffe, der
Deine Wegfindung ist auch nicht die beste. Dann machen wir mal so. Nicht, dass er jetzt genauso ist wie Lokun oder Loku oder wie er es hieß. Mit dem wir in der auf dem Orkfriedhof waren. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn der das genauso hängen bleibt irgendwo. Ich mache hier erstmal ein Safe Game, aber auch die zwei. Bei der Wegfindung. Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. So. Verwandlung Fleischpanzer. So. Also, ich brauche jetzt erst einmal irgendwas, was Mana erfüllt. Ich habe hier irgendwas. Ermöglicht Schwimmtun, Dauer Minute 2. Geschicklichkeitsbogen mache ich nicht. Was ist das? Essenz der Stärke. Und eben bei irgendwas anderem. Und die geht auch dann auf. Erstmal voran. Bis sie wieder leer ist. Jetzt nicht mehr auf mein. Jetzt bin ich irgendwie am Hängen. Kann nichts machen. Ich lade nochmal hier. Schaue ich nochmal, wo Gorn bleibt. Super mit seiner Wegfindung auf jeden Fall. Der ist ja hier runtergefallen. Woran? Hier bin ich. Wir essen jetzt schon mal. Oder ja, doch, den Reis wollen wir leer machen. Vielleicht muss ich mit ihm langsam rumlaufen.
sicher. Hoffen wir mal. So. Und mache ich hier nochmal hier noch ein Safe Game. Erstmal schnell nach oben. Ja. Er ist drüben. So. Ah, erst einmal auch noch das hier machen. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Die kleinen Biester? Meint ihr das Snapper? So, okay, gucken wir uns mal den Einzauber. Verwandlung gleich Schwarze. Nicht jetzt. Spricht erstmal mit so einer Flasche. Boah, jetzt bin ich neugierig, was passiert, wenn wir zu denen dahin gehen. Fressen die uns? Jetzt mein ganzes Leben lang Freischwanz zu bleiben. Ja, eine echt traurige Vorstellung. Sieht schon krass aus eigentlich. So als Leitpflanze rumzulaufen. So kann ich jetzt eigentlich hier irgendwie was machen? Wir haben jetzt mit
Gorn gesprochen. Können wir jetzt hier noch was machen, oder? Nee. Jetzt bleibt wieder hängen. Jetzt bleibt es wieder hängen. Ich stecke hier jetzt fest. So, ich war hier. Unicorn. So, nochmal das eine Ding hier nehmen. Für die Mana. Nee, den. Dieses verfluchte Tor, die kleine... Wie geht es nun weiter? Du musst einen Weg finden, auf die andere Seite des Tors zu gelangen. Auf in den Kampf! Ein Weg, die andere Seite des Tors habe ich schon. Ist nur die Frage, wie machen wir das? Wir haben den ja sogar zweimal. Ich würde den aber hier jetzt nochmal speichern. Nicht jetzt. Also Snapper tun uns erstmal nichts. Gibt's da irgendwie einen Timer oder so? Ich komme nämlich nicht auf die Idee, wie ich das wieder zurückmache. Oh. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, das war immer eine Lösung. Ah, okay. Gut. Was? Nein? Das hier. Schnappen wir uns die Snapper. Ich rute jetzt schon mal ein bisschen vor. Ich habe doch mit zwei. Ah, ne, einer. Links, zwei. Ich hab
nur zwei. Obwohl, nee, wir haben einen ja noch im neuen Lager gelassen. Hier gibt's nichts. So, dann schauen wir mal weiter. Da ist auch noch eine Höhle. Und noch ein paar Snapper. So, erstmal was, Puran. So, hier, ist. Wir gönnen uns die ganzen Snapper. Snapper komme ich an, aber... So, gegen die Snapper komme ich an, aber... doch schon mal rein. So, wo ist denn der Dude da hinten? Der ist irgendwo am Tor. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Hinlang.
Medkits noch mitnehmen. So, so und so. Gorn ist hinter uns. Gorn, hier haben wir was. Was Großes. Da ist es. Du kannst gerne den Vortritt haben, ja? Jo. Dank. Sonst haben wir hier nichts. Aber wir haben hier für einen Schlüssel. So, was haben wir hier? Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Ah, okay, nice. Das heißt, wir können ihn jetzt... Ja, kann man sagen eigentlich... für gewisse andere Sachen missbrauchen, wie andere Schattenläufer. Jetzt noch nicht so ganz sicher. Es fehlt uns noch. Eigentlich, wie viel fehlt uns noch? Wir haben jetzt 1, 2, 3. 3 haben wir. Ah, warte, die Karte. Hier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 2 fehlen uns noch. Die müssen wir finden. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge machen wir uns auf der Suche nach einem anderen und ich brauche ein bisschen Gorn, um ein paar den ein oder anderen anderen Schattenläufer hier auszuschalten. Und ja, ich bin's, euer Max Deus und ciao.